Man hört, wie alt die Lieder sind oder wie alt manche Reden sind. 20, 30, 40 Jahre alt. Sie sind auch genauso aktuell wie heute. Und deswegen müssen wir anfangen, was zu ändern, weil alles das, was in den letzten Jahrzehnten versucht worden ist, hat zu nichts geführt. Und ich höre auch immer mit den alten Bewegungen, wir sind eine neue Bewegung. Ich weiß, die Braunschweiger Zeitung hat ein paar Mal geschrieben, hat mir Worte in den Mund gelegt, die ich gar nicht gesagt hatte, dass ich irgendwas erzählt hätte von einer neuen Friedensbewegung. Da habe ich mir gedacht, was erzählen die mir denn da? Bis mir bewusst geworden ist, dass es auch wirklich so ist. Wir sind eine neue Friedensbewegung und wir müssen jetzt etwas verändern. Und was ich einfach an uns sehe, die jeden Montag auf der Straße stehen, ist einfach, dass wir jeden Montag auf der Straße stehen und nicht nur einmal eine Demonstration machen und sind dann wieder weg. Oder mal nach 4 Wochen. Oder wie Rüdiger sagte, alle 14 Tage mal vor dem NATO-Hauptquartier da stehen in Kalka. Eigentlich müssten wir da eine Dauermahnwache jeden Tag da stehen, 24 Stunden. Aber wichtig ist diese Präsenz. Wichtig ist, dass wir ständig da sind. Und auch wir haben gemerkt, mit unserer Mahnwache am Anfang kam von den Medien erstmal gar nichts, also ich sag mal von der örtlichen Presse, bis man gemerkt hat, okay, die stehen da und stehen da und stehen da jeden Montag und die gehen auch nicht mehr weg und die sind immer da. Und da kamen sie irgendwann nicht mehr drumherum, uns dann auch mal zu interviewen, mal abzulichten, mal über uns zu berichten, und es war positiv. Und deswegen, wir brauchen diese Ausdauer. Und ich bin auch manchmal ungeduldig und denke, ja, das geht alles mir nicht schnell genug. So sind die ganzen Menschen, auch heute wieder. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind seit ein paar Monaten erst auf der Straße. Und es haben sich von heute auf morgen über 100 Städte gefunden, die auch jeden Montag auf der Straße sind. Und wir stecken noch in den Kinderschuhen. Und wir werden wachsen. Und die Menschen werden kommen, so wie Rüdiger das sagte. Wir müssen halt nur selber am Ball bleiben. Und dafür stehen die Menschen, die das jeden Montag immer wieder, die Mahnwachen organisieren. Und auch nochmal ein riesen Dankeschön an jeden, der mithilft. Und jeder ist auch aufgerufen, mitzuhelfen.